Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Euro Truck Simulator 2. Ja, wir sind leider noch immer ohne die Pro-Mods unterwegs, weil es da bis heute Sonntagmorgen vom 7.10. leider noch kein Update gab. Ja, fahren wir halt nochmal ohne und hoffen, dass das vielleicht bis nächste Woche dann alles gefixt und released ist. Ja, wir brauchen Aufträge. So. Frachtmarkt. Wir stehen in Tschechien. Und suchen uns mal einen schicken Auftrag. Italien, Sheffield. Das sind die kurzen. Das machen wir. Aber sowas von. Außer es gibt noch einen ähnlichen. Nach Nürnberg. Ach, die gehen beide nach Nürnberg. Einmal haben wir Reifen. Und einmal haben wir das Fahrzeug dazu. Nehmen wir das Fahrzeug. Cool. Dazu muss ich jetzt allerdings den Anhänger abhängen. Machen wir. Arbeitsagentur. Ich habe, glaube ich, das falsche Ding gewählt, ne? Macht nichts, dann fahren wir mal ein bisschen ohne Anhänger. Holen uns dann gegebenenfalls nochmal wieder einen Auflieger-Manager. So, den schicken wir zurück. Ja. So, sehr gut. Dann können wir jetzt nämlich den Auftrag machen. Und starten durch. So, wo müssen wir denn hin? Schauen wir doch mal. Ah, wird grün, wunderbar. Das, wenn die nichts geladen haben, ist das Wahnsinn, wie die durchziehen. So. Das hatten wir jetzt auch schon lange nicht mehr, ein Schwertransport. Also ein Spezialtransport, nicht Schwertransport. Oh, 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 oh. Zu schnell. Nicht, dass uns das wieder kostet, ne? Das wäre auch suboptimal. Ne, freut mich riesig, dass wir nochmal wieder einen Spezialtransport machen können. Die können wir jetzt natürlich auch in vollem Umfang nutzen, wenn wir ohne Pro-Mods unterwegs sind. Ist auch nicht verkehrt. Müssen wir natürlich gleich mal nutzen, den Vorteil. Ich bin ja mal auf die Strecke gespannt, die wir dann fahren müssen. Der biegt ab. Dann fahren wir. Perfekt. Wie weit haben wir denn zu fahren? Stunde. Ich hoffe, dass der Auftrag so lange da war. Weil es wäre wirklich mega, wenn wir da mal wieder einen Spezialtransport machen könnten.
Das wäre echt richtig mega. Ja, und dann freuen wir uns natürlich auch noch auf das neue DLC, was dieses Jahr kommen soll. Sind ja nur noch 3 Monate zur Verfügung stehen. Das Oregon-DLC vom American Truck Simulator ist ja inzwischen rausgekommen. Letzte Woche, Donnerstag, habe ich natürlich auch gleich mal 2 Folgen schon aufgenommen. Freitag eine und Samstag dann. Also Freitag sind wir bis nach Oregon gefahren. Beziehungsweise bis zu einer Stadt in Oregon. Und Samstag dann regulär durch Oregon durch. Macht auch mega Spaß. Tolles DLC, muss ich sagen. Also da liefert SCS schon wirklich richtig gute Arbeit immer ab. Das muss man den Jungs und Mädels schon lassen. Und hab's glaube ich schon öfter gesagt, das ist halt auch das, was ein wirklich gutes Spiel ausmacht. Dass es immer weiter gepflegt wird. Gerade im Simulatorbereich ist das natürlich einfacher als wie jetzt kann ich fahren? Als wir jetzt im Story, also bei Story spielen, wo man natürlich deutlich mehr machen müsste für DLCs. Aber was natürlich auch im Prinzip kein Hindernis wäre, ne? Steinbruch. Ah, wir holen den aus dem Steinbruch. Yeah. Da bin ich ja mal gespannt. Ich hoffe, wir müssen da nicht irgendwo einen Berg hoch mit keine Ahnung wie viel zig Tonnen auf dem geschotterten Weg. Das würde spannend. Das würde richtig spannend. Aber lassen wir uns überraschen. Der Weg hier jedenfalls verspricht schon mal genug Platz. Oh oh. Schotter. Schotter, Schotter, Schotter. Aber noch bergab von dem her. Also jetzt für uns bergauf, aber nachher dann bergab. Das ist dann weniger kritisch, sag ich mal so. Weil bremsen tut ja der Anhänger mit. Nur mit dem Antrieb hapert es dann ein wenig. Ah ja, sieht aus, als würden wir den von hier oben abholen. Okay. So. Frachtmarkt. Genau. Den da. Auftrag annehmen. Ja, wir sind nicht schlecht ausgerüstet für Schwergut, passt. Lassen wir uns mal überraschen. Sieht jedenfalls schon mal gut aus. So ein Teil haben wir schon lange, also haben wir noch nie transportiert. Ja, fortfahren. So. Spannend. Sehr spannend. Bin ich jetzt mal gespannt.
Was haben wir denn geladen? 55 Tonnen wiegt allein das die Ladung. Na dann mal Mahlzeit. Dann machen wir mal unsere Blinkies oben an. Dafür haben wir sie ja. Dafür haben wir die schließlich. Ja, und wir halten uns natürlich ziemlich mittig der Straße auf. Ihr seht es ja schon, viel Platz haben wir nicht. Ich hoffe, die Begleitfahrzeuge kommen jetzt gleich noch. Wenn nicht, wäre das bitter. So, hier haben wir zumindest schon mal Teer. Und damit sollen wir bis nach Nürnberg fahren. Ach du mal, meine Güte. Was für eine Fahrzeit ist denn da angesetzt? 5 Stunden. Okay. Wir haben eine Restzeit von 13 Stunden. Also das passt ja schon mal. Oh oh. Ah ja, da unten stehen die Fahrzeuge. Sehr gut. Die Straße haben sie halt einfach mal komplett gesperrt. Aber ist ja auch kein Thema. Ist ja. Geht ja nur bis zum Steinbruch. So. Jetzt wird's spannend. Einen ganz kurzen Moment. So, weiter geht's. Der Bus dort ist nicht gut. Das kann ich schon mal sagen. Und dann auch noch enge Serpentinen. Ach du dickes Ei. Da haben wir uns ja was angelacht. Da haben wir uns ja was angelacht. Jawohl. Ich bin ja mal gespannt. Ich bin ja echt mal gespannt. Dass wir hier irgendwo hängen bleiben, das wäre. Oh oh. Das ist schon mal gut, der schickt die rüber. Einfach nur wow. Doch nochmal wieder was anderes als mit einem normalen Anhänger. Das kann man ganz klar sagen.
schön, bitte schön weit rechts rüber. Jungs, Mädels, ich muss hier nämlich. Ich bin breit. So richtig breit. Das ist echt nochmal so eine ganz andere Fahrweise. Kann man echt immer nur sagen, Hut ab vor den Leuten, die das beruflich machen, solche Transporte. Hut ab. Ich finde es ja in der Simulation schon schwierig. Und da kann man ja im Zweifelsfall auch einfach was kaputt fahren. Ja, ich glaube mit den 5 Stunden, das weiß nicht, ob das passt. Wie das Spiel da rechnet. Weil die 60 fahre ich ja natürlich nicht wirklich. Bin ja nicht bescheuert. Aber solange wir innerhalb der 13 Stunden bleiben, ist ja auch alles gut. Also wir könnten halb so schnell fahren und kämen immer noch rechtzeitig an. Von dem her, alles gut. Alles im grünen Bereich. Ja, fertig fahren werden wir das diese Folge natürlich nicht. Das schaffen wir dann doch nicht. Wir haben nämlich nur noch 3 Minütchen. Und ja, das ist dann doch ein bisschen wenig. Aber brauchen wir ja auch nicht. Kommt denn in 2 Tagen wieder eine Folge, also übermorgen. Gucken wir mal, wie weit wir da kommen. Und ja, und wenn wir dann fertig sind mit der Fahrt hier, dann muss ich mal gucken, ob wir den Anhänger wiederholen oder... Aber da müssten wir irgendwas finden, was bis nach Köln geht. Oder wir holen uns in Köln dann, also wir fahren dann nach Köln und holen dort einen neuen Anhänger. Oder wir kaufen in Nürnberg die Garage und lassen ihn dorthin liefern, das ginge auch. Müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Oh, Nürnberg gehört uns, glaube ich, schon. Der Regen hätte jetzt nicht unbedingt sein müssen. Dann macht die ganze Geschichte nicht gerade einfacher. Parkplatz hin. Natürlich nicht, aber... Leitplanke. Muss das sein? Also es mit dem Regen ist dann echt nochmal unter deutlich erschwerten Bedingungen. Man sieht in den Spiegeln nicht mehr so viel. Je nachdem wie die Wassertropfen da drauf sind, ist gerade der interessante Teil völlig verschwommen. Nicht gut. Gar nicht gut. Ah, Grenze. Immerhin sind uns noch keine LKWs entgegengekommen. Ab 12 Tonnen LKW-Maut. Wir sind, glaube ich, knapp drüber. Wobei 12 Tonnen gilt ja, glaube ich, zulässiges Gesamtgewicht und nicht tatsächliches Gewicht. Ah, der Regen scheint aufzuhören. Herrlich. Herrlich. Mega. Immerhin. Jetzt haben wir doch nur noch das Problem, dass es dunkel wird. Nicht gut.
Aber ist halt so. Aber wenigstens sehen wir wieder in den Spiegeln vernünftig. Das ist eine Menge, Menge wert. Nicht zu schnell. Wir sollten die Fuhren nicht aufs Dach legen. Das haben wir ja schon mal in der vorletzten Folge oder so, glaube ich, geschafft, ne? Sehr gut. Und wie ich sehe, ist die Zeit auch um und deswegen sage ich mal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. In diesem Sinne, tschüss. Bis zum nächsten Mal.